Guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen. Mein Name ist der Frodo und ich hoffe, ihr könnt mich hören, denn ich habe das Gefühl, ich bin im Verhältnis zur Musik fast ein bisschen leiser, aber wenn ich auf den Pegel gucke, sieht das gut aus. Ja, ich bin mit euch in Hearthstone unterwegs. Wir sind im Spiel des Tages. Wir haben den Tavernenbrawl und ich habe mir keine Notizen für das heutige Spiel gemacht. Ich bekenne mich schuldig, ich habe keine Notizen. Deswegen gehen wir einfach mal die Sachen durch, die ich irgendwie so noch im Kopf habe. Daring Reporter haben wir uns zusammen angeguckt, kommt aus dem Gatgezahn-Erweiterungsset. Vierter Advent, das ist schon eine Weile her. Und Ubi 30 ist auch vorbei. Ja, so ist das. Wir haben schon Donnerstag, die Woche ist schon fast wieder um. Leute, 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 wenn ihr bis jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke habt, dann wird es Zeit. Dann wird es extrem Zeit, denn ich sag nur so viel, Weihnachten fängt Samstag an. Es sei denn, ihr feiert keinen Weihnachten, dann seid ihr natürlich fein raus. So, Create Deck. Los. Weiß nicht mal. Weiß nicht mal, Moment. Erstmal dann. Ja, mach was du willst, das ist mir wurscht. Das war keine gute Idee, Frodo. Ja, ist gut. So, Clockwork, Card Dealer, Standard. Tinkertown Gnomes are testing their prototype cardboard. Optimotron. The card you draw on turn one will be a one-cost card, if you have one. Ah, okay, cool. Dann deleten wir mal. Was spielen wir denn, Also, der Warlock macht vielleicht eventuell Sinn. Moment. Genau. Was spielen wir denn da? Wir spielen den Schaman. Finde ich, denke ich, meine ich, hoffe ich. Restore a minion to full health and give it taunt. Yay. Give your totems plus 2 health. Yay. Wind Fury, yay! Silence a Minion, yay! Remove. Nein, Moment. Deal 2 damage to 2 random enemy minions. Ja, genau. Yes! We can deal 1 damage to an enemy character and freeze it. Yeah. So. Okay, was haben wir hier? Ah, mit Rechtsklick kann man das Ding groß machen. Ich bin begeistert. Fork Lightning. Ja, wir nehmen das erstmal. Das Totem. Ein. In Fury. Nö. Minion. Nö. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir nicht. Davon nehmen wir zwei, davon nehmen wir zwei. Den nehmen wir natürlich. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe ja ein paar Spells. Den nehmen wir als erstes. So, wenn du. Nö. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir einfach so. So, denn es gibt tatsächlich noch eine Kleinigkeit, über die ich reden wollte. Zum einen tatsächlich, ich bin unfassbar traurig. Ich habe die Strähne des Sieges oder zumindest die Strähne der regelmäßigen Spiele unterbrochen. Gestern hätte eins kommen müssen, ich weiß. Ich habe es gestern, ganz ehrlich, ich habe es gestern nicht geschafft. Ich bin gestern um 9 Uhr von der Arbeit zu Hause gewesen und ich muss fairerweise sagen, da hatte ich dann einfach ganz gepflügt nach einem doch relativ anstrengenden und umfassenden Arbeitstag. Das ist so, zur Weihnachtszeit gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Tage sind sau langweilig oder sau anstrengend und der war ein bisschen anstrengend. Da hatte ich einfach die Schnauze voll, muss ich ganz klar sagen. Deswegen, es tut mir unfassbar leid. Aber ich hatte gestern das große Glück. Gestern ist eine Half-Life 1 Folge aus dem Half-Life 1 Let's Play erschienen. Und daher behaupte ich jetzt einfach mal, das geht schon klar. Nein! Läuft ja super. Greetings. Happy Feast of Wintervale.
gab also eine Half-Life 1 Folge, daher glaube und hoffe ich, dass ihr da die Möglichkeit gehabt habt, euch anderweitig mit guten Sachen zu versorgen. Ja. Jo. Ein zweiter Punkt ist übrigens im Steam Store, also bei Steam, Valve Steam, ne? Das sind also die Plattformen, die Half-Life 1 als Plattform quasi bietet. Ist momentan die Winteraktion am Start bis zum 2. Januar. Das heißt, wir haben so ein, zwei Wochen Zeit. Oh nein! Okay, ich hätte behauptet, das war teuer. Also unnötig teuer. Aber gut. Die Winteraktion hat stattgefunden und mir geht es natürlich jetzt durch den Kopf, was ist da, was unter Umständen interessant ist. Ich nehme da gerne Vorschläge von euch entgegen. Vielleicht habt ihr da irgendwas. Was ich jetzt gesehen habe, was mir ins Auge gefallen ist, weil es eben auf meiner Wunschliste steht, ist unter anderem Ark Survival Evolved, das momentan heruntergesetzt auf, jetzt lasst mich nicht lügen, Moment, ich guck mal gerade, 11,19 Euro. Inklusive des Survival, des Scorch Earth Expansion Packs. Oh mein Gott, ich glaube, ich sollte als erstes mal schauen. So. Also inklusive des Erweiterungspacks Scorched Earth liegt es, glaube ich, bei 21 Euro. Ging meine Frage quasi gegen... Was war das? 3 Damage to all Characters. Ah ja. Würde meine Frage so ein bisschen in Richtung Munchkin gehen tatsächlich. Ich glaube, der hat mal einen Server aufgesetzt. Wenn dem noch so ist, Munchkin, sag doch mal, lohnt sich der Kauf? Och nein. Genau, weiterhin Planet Coaster, wobei ich da nicht weiß, was ich von dem Spiel zu halten habe. Das ist ja irgendwie mal schwer gehypt worden. Angebot. Also, wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Spiele habt, die besonders interessant sind, ich nehme da gerne Tipps entgegen. Ich habe mich da noch nicht weiter durchgeklickt. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, auch heute war mein Arbeitstag irgendwie verhältnismäßig lang. So, Deal 3 Damage. Machen wir. Ja, ja, ja. Nein! Ach, geh weg! Geh weg! Lass das! Oops, I broke a diamond! Oh je! Ein Chitun-Deck! Ein Chitun-Deck! Ein Chitun-Deck! Das ist ungünstig. Das ist nicht gut. Okay. Jetzt muss ich nachdenken. Yay! Das war gut. Das war gut. Das war gut, das war gut. Das war nicht so gut. Das war blöd. Oh, so. Feel the power. Ja, Zonk und Achtung. Zonk. Ja. Zonk und Zonk war gut. Plus 3, plus 3. Nein. Ach, nö. Dieser Möb. Siphonsol. Was? War das? Jetzt am Ende and deal 2 damage to it. Nee, macht keinen Sinn. Ah, ist Quatsch. Ist Quatsch. Lass mal bleiben.
Lass mal bleiben. Einmal, zweimal. Du bist dran. Der Coin ist weg, ne? Das heißt, er kommt an den Zitun auf keinen Fall, bevor ich nicht mindestens einmal Level 10 gehabt habe. Okay. Also 10 Mana gehabt habe. 3 plus 3 sind... 6. Drei Totems. Du bist dran. Also meine Strategie sieht vor, dass ich möglichst gleich an zwei Battlecries in einem Schritt komme. Nuschel gerade vor lauter Aufregung. Nein! Das war mies. Ja. Das war mies. Das war mies. Das war nicht nett. Was hat er denn gespielt? Wie heißt das Vieh denn? Abyssal Enforcer. Okay. I am the Lord. I am your master. Ach, Schwede. Deal 2 damage to 2 random enemies. Ja, das ist irgendwie nicht so gut. Achtung! Yay! Wahnsinn! Wahnsinn. Give that minion a turn to get ready. Well played. Tja, was soll ich dazu sagen? Das war nicht so gut. Nicht so optimal. Aua. Und jetzt kommt der... War klar. Nö. Nicht erfreulich. Überhaupt nicht erfreulich. So, jetzt brauche ich definitiv von euch gute Vorschläge für den Steam Store. Für das diesjährige, ja, komm, weg damit. Winter Sale, weil sonst gehe ich ja frustriert ins Bett. Das wäre blöd. Boah, ich sehr gute Vorschläge. Was machen wir denn? Ehrlich gesagt fehlt mir momentan so die Idee, was ich spielen wollte. Also den Warlock sehe ich nicht wirklich. Dafür habe ich nicht das Karten... das Kartensetup. Ich würde ja wieder ganz langsam Richtung... ganz langweilig. Langsam auch, aber langweilig vor allen Dingen Richtung Roach gehen. Und was hat denn Malfurion so für uns auf dem Deck? Restore 6 health, summon a random 6 cost minion. Es gab diesen, ich weiß noch nicht, wie er geheißen hat. Es gab noch so ein spellabhängigen Kostendings. Das war so ein Yeti-Viech, glaube ich. Ich weiß allerdings nicht, ob der... Ja, ob der. Also was ich meine, ist so einer, der abhängig, ähnlich wie der Arcane Gigant funktionierte. Müsste ich doch eigentlich gucken, indem ich hier ganz hinten schaue. Der müsste ja auch teuer gewesen sein.
Other card. Nö. Ja, was? Da. Genau. Der wäre noch schön für mein Dingens und Bummens. Kostet 400. Habe ich nicht. Wie ungünstig. Okay, wir machen was anderes. Und zwar, gerade wo es mir einfällt, das war natürlich Quatsch, was ich getan habe. Ist totaler Blödsinn. Wir brauchen irgendwas, was viel Zeug holt. Wir brauchen irgendwas, was richtig schön viel Spaß macht. Also, nehmen wir den Priester oder nehmen wir den Paladin? Was meint er? Ich nehme den Krieger. Nehmen wir den Priester oder den Paladin? Wir nehmen den Krieger, genau. Was haben wir denn hier? Also, Heroic Strike. Der ist super. Execute fand ich immer schön nervig. Nehmen wir nochmal. Cleave. Deal 2 damage to 2 random enemies. Nehmen wir. Ist gekauft. Deal 1 damage to all minions. Ist cool. Brauche ich aber im Augenblick nicht. Deal 1 damage to a minion for each armor you have. Genau. Shield Slam. Den hätte ich ganz gerne in nochmal. Mal eben schauen, was kostet mich der denn? Auch 400. Ist schwierig. So, nehmen wir den nur. Also nur so. Give a friendly minion charge. It can't attack heroes in this turn. Ist der genervt worden? Das kam mir irgendwie anders vor. Blood to Ichor? Ich weiß es nicht. Deal 1 damage to a minion if it survives on. Ah ja, schön, den nehmen wir. So, Shield Block nehmen wir. Battlecry. Drill to damage. Ja, machen wir. Protect the King. Each enemy minion. Ja, auf jeden Fall. Ist dabei. So, einen. Den finde ich gut. Okay. Battlecry equip once. 2/2. Nö. Den brauche ich nicht. Den finde ich super. Der war ja auch neu, muss super sein. Die große Frage ist, spielen wir Cetun oder spielen wir nicht Cetun? Deal 4 damage if you have 2... Also, okay, wir spielen Cetun. Wir spielen den da. Wir nehmen dementsprechend uns alle zugehörigen Dinger, die ich zur Verfügung habe. Und dann Malch. Malchi, wo bist du? Da, sehr schön. Was haben wir noch? Wie heißt denn der Mann, der da so komisch ausschaut mit seinem Stock? Da, Medivh. Medivh nehmen wir auch noch dazu. Nee, das ist mir zu teuer, das bringt mir nichts. Beast, Dragon und Murloc from our deck. Nö. Würde behaupten wollen, wir haben keines von all dem. Ich glaube, ich möchte wirklich mal so eine Murloc-Deck-Geschichte machen oder so ein richtiges Beast-Deck oder so. Ich glaube, das wäre mal eine coole Sache. Zwei Karten haben wir noch. Wie sind wir denn verteilt? Wir sind sehr stark auf zwei Mana-Karten unterwegs. Das lohnt nicht. Wir könnten Illidan bringen. Ich empfinde ihn aber nicht als wirklich nicht wirklich. Als nicht besonders hilfreich, sagen wir es mal so. Meine Minions kosten mehr, finde ich blöd. Und noch andere Doomcaller. Ah, den finde ich gut. Den brauchen wir nicht. Also wir sind sowieso durch. Sei denn, ich nehme das jetzt erstmal. Ihr merkt übrigens, ich tendiere dazu, ein zweites Spiel zu machen.
Es mag euch aufgefallen sein, dass ich noch nicht in der Verabschiedung war. Ich wiederhole mich aber gerne. Ich würde ganz gerne von euch Tipps haben zum Steam Winter Sale. Alles Weitere schweige ich euch jetzt quasi zu, weil es ist ja schon spät. Ich darf nicht zu laut reden. Hinterstört noch die Nachbarn oder weiß ich nicht, jemand auf der Straße oder so. Also mit anderen Worten, ich habe nicht viel zu erzählen. Außer, dass ich noch irgendwie dringend ein Spiel suche, was ich gerne spielen möchte. Wobei, ich habe mir tatsächlich ich habe mir tatsächlich das ein oder andere Spiel Heroes of the Storm angeschaut. Ja, ich habe Gefallen gefunden am Zugucken. Und ohne das böse zu meinen, ich bin ein großer Fan von allen beiden, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also Grubbys Stimme, ihr kennt Grubby sicherlich aus StarCraft 2 Zeiten noch, er moderiert ja jetzt offensichtlich Heroes of the Storm, ist mir jetzt aufgefallen. War mir ja neu, ich kriege sowas ja nicht mit. Nö. Gib mir einen Moment. Zack. Ja. Also, der moderiert ja unter anderem, oder vor allen Dingen, oder primär, oder überhaupt Heroes of the Storm. Ich kam nicht umhin festzustellen, er hat irgendwie eine Stimme, die mich unfreiwillig an Cleveland, also Cleveland Brown aus der Cleveland Show erinnert. Jetzt kriege ich gleich Prügel bestimmt, aber es ist halt so. Ich kann es jetzt leider nicht aus. Also nicht. Es ist eben so. Tut mir auch ein klein bisschen leid. Ja. Da-da-da-da. Nein! Nö! Es tut doch weh! Hör auf mit so einem Scheiß! Nicht nötig, sowas. Deal 2 Damage to 2 random enemy. Ah ja, prima. Machen wir das doch mal. Zock, zock. Zock. Und fertig. Du bist dran und ich habe Angst. Ui. Der ist ja mies, der Typ. Der ist ja echt mies. Hätte ich mal Slime eingepackt. Und Greetings, Happy Feast of Wintervale. Achtung. Happy Feast of Wintervale. Genau. This way. Das kann ich schon mal sicher sagen. Und dann machen wir einen mit Taunt. Genau. Du bist dran. Och nö. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, das war von der Reihenfolge her eher so geht so. Aber mag an mir liegen, so. Du bist dran. Der hat mir natürlich jetzt extrem wehgetan, ne? Der hat mir innerhalb von... Ja. Oh nö. Nein, ach Quark. It's coming. Wir probieren das gleich nochmal. Ich finde das Deck gar nicht so scheiße. Aber ich glaube, gegen den sehe ich kein Land. Ich glaube, der tut mir weh. I have no time for games. Nein.
Das könnte gut gewesen sein. Hoffe ich jetzt mal. Nein! Ach nö! Aua! Astonishing! A game! So kind of you to join me! After Carlos Bell! Nein! Ach nö! Ach nö, ach nö, ach nö! Ach nö, ach nö, ach nö, ach nö, ach nö! Okay, dann bringt mir Medivh mal überhaupt nichts in diesem Deck. Den müsste ich, glaube ich, rauswerfen. Lass mal ihn mal machen. Lassen wir ihn mal machen. So. Ja. Ja, war gut. War gut. War gut, wir werfen mit Medivh raus. Alles kein Problem, alles kein Problem. Nichts passiert. Wurden Fehler gemacht, aber es ist nichts passiert. Edit. Und ja, ich weiß, ich habe Gold alles angekommen. Ich müsste dringend da mal ein paar Karten kaufen, weil sonst ist blöd. Habe ich verstanden. Ja, besser noch den hier nehmen. Nehmen. Let's charge while you have a weapon equipped. Ja, ich habe auch kein Weapon. Murloc. Gib's einfach mal ein, ne? Zwei, vier, sechs. Acht, zehn. Zehn Murlocs hätte ich. Das heißt, ich habe noch 20 Karten. Das lohnt nicht wirklich. Haben wir einen Murloc Scout? Give a random... Das ist kein Murloc. Der bringt mich also nicht nach vorne. Das ist kein Murloc. Bringt mich also auch nicht nach vorne. Ach, nee, das lohnt nicht. Das lohnt schon mal nicht. Nee, gut. Das ist blöd, ne? Man muss sich für dieses Spiel tatsächlich irgendwie mal Zeit nehmen, fürchte ich. Aber machen wir ja gerade, Leute. Wir sitzen schon so lange dran. In Text. Moment. Den hier in Verbindung mit Deal One Damage to All Enemies. Oh, kriegen wir hin. Den fand ich gar nicht schlecht. Den auch nicht. Den auch nicht. Den brauchen wir nicht. Stattdessen nehmen wir davon zwei. Das ist besser. Das ist besser, das ist besser. Das ist besser. Und das ist der schlecht russischere Akzent. Das war so gar kein Akzent quasi. Da. Rum. Ey, ich will jetzt hier dieses blöde Paket. Das gibt's doch nicht. Mann. So weitergeht, kaufe ich mir Baldur's Gate. Das spiele ich irgendwie gegen Computer. Das ist, glaube ich, eleganter. The Division ist, glaube ich, ein Multiplayer, ne? Wenn ich mich nicht irre. Wir könnten auch mal einen Blick auf Doom werfen. Victory or death! Victory or death! Ancient. Den behalte ich. Ich finde den irgendwie gut. Den Shield Bearer. Da ich anfange, nehme ich einfach mal an, ich kann, ja, schade. Kann mir die erste Runde schenken. Ich bin doof, wir sind im Battle. Ah.
Oh Mann, ich habe doch nicht so wahnsinnig viele 7er Mana-Karten. Naja. Es ist nicht jedermanns Sache mitzudenken. Das müsst ihr verstehen. Ach ja. Oh, es liegt nicht nur an mir, auch er ist schlecht vorbereitet für die erste Runde. Das ist gut. Uiuiuiui. Ein Backstabber. Nee. Dann spielen wir den. Spielen wir den Ghoul? Wir spielen den Ghoul. Komm, wir spielen den Ghoul. Kenn ich nix. Lalalala. Im Zweifelsfall war es eine doofe Idee. Wir spielen den trotzdem. Ich weiß gar nicht, warum man so viele Karten hat und keine davon spielt. Oder hat er nur hochpreisiges Zeug? Er oder sie. Crush Norris, typisch mal, ist ein Er. Übrigens, wenn ihr euch fragt, was das ist. Das ist meine Unfähigkeit, einen Stift festzuhalten. deal 2 damage. Okay. Okay. Alles klar. Dann spielen wir den da. Ach ja. Blood to Ishore. Ishore? Ich würde Ishore sagen. Ich könnte mal in Google eingeben, was er sagt. Icor oder Iker wäre es gewesen. Blood to Iker. Ja, wäre das geklärt. Ha, schön. Hoffentlich ist euch jetzt nicht der Dingens weggefallen. So, give your Situn Zeug. Gedöns. Dann machen wir das. Komm her, du. The Sleeper is awoken. Überleg dir das nochmal. Nein, du sollst dir das doch überlegen, Mensch. Gott, ist der doof. Jetzt muss ich mal gerade nachdenken. Was hat er da jetzt getan und warum? Er hätte doch die Combo haben können. Er muss echt Panik gehabt haben, dass ich ihm 7 Schaden verursachen könnte. Okay. Execute. Destroy a damaged Minion. Schade, nur dass wir keins haben. Dann machen wir das so und so. Und sagen, it's your turn. Du darfst. Du bist. I got the best deal anyway. Whenever you cast the spell, draw a card. Okay. Dann leg los.
Irgendwas mache ich falsch. Ich habe immer das Gefühl, ich bin im Hintertreffen. Oje. Das ist das, was ich immer mit Big Play meine. Ihr erinnert euch sicherlich, nicht wahr? Aua. Ui. Tu mir weh. Wow. Und natürlich Happy Feast of Wintervale. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht einigermaßen beeindruckt bin. So, du bist dran. Jetzt spielst du das Ganze sehr wahrscheinlich nochmal. Ja, genau. Genau das tut er. Hier sind wir bei 13. 13 Schaden. 13 Schaden ist schmerzhaft. Aber 13 Schaden sind 13 Schaden sind 13 Schaden. Gebe ich fairerweise zu. Ist natürlich schon mächtig. Und nervig. Ui! Ui. Ja. Scheiße. Es gibt's auch nicht. I'm almost out of cards. Das ist natürlich großartig. Ja, komm. Drückt ja auch gerade die Daumen nach einem Missklick. Ah, ja. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich sag mal, ich warte auf die Vorschläge für Decks. Geh mal davon aus, dass ich heute Nachmittag, morgen Nachmittag oder so, eine bessere Idee habe. Oder aber mir selber mal ein paar Decks angucke. Oder vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Deck als Vorschlag. Irgendeinem Deckhelper oder so weiter. Mich würde es freuen. Ja, bis dahin sind wir jetzt am Ende, weil ich finde, das sollte es auch tun. Diese Karte heißt übrigens Blood to Ichor oder Ichor. Siehste? Ja, genau. Das war das Spiel des Tages. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein bisschen Zeit gefunden, euch zu entspannen und ja. Ich gehe jetzt frustriert, ehrlich gesagt, auf die Couch und guck mal, was so im Fernsehen noch läuft. Aber machst du nichts dran, ne? Nee, machst du nichts dran. Ich würde mich über Kommentare von euch allerdings tierisch freuen. Daumen hoch, Daumen runter, also alles Feedback ist toll. Und selbstverständlich auch ein Abonnement, solltet ihr noch keins dagelassen haben, dann gerne diesmal unter diesem Video. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, macht's gut und einen schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Tag. Tschüss.